Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts Covenant. Wir sind der Geppetto und wir lesen nochmal einen Eintrag. Wir haben den Namen der Tochter noch nicht rausbekommen. Wir lesen nochmal den 25. So, Rebecca, immer allein. Oh, Mist. Wir versuchen es jetzt doch mal mit Rebecca. Also Barbara ist es ja nicht. Barbara. Das Bild dahinter ist auch sehr unschön. Richtig, ich bin Rebecca. Seit langem hat niemand mehr meinen Namen gesagt. Sorry, ich kenne nicht den ganzen Code. Der erste Buchstabe ist ein B. Mehr weiß ich nicht. Aber die anderen Mädels kennen den Rest. Sie wollen auch ihren Namen hören. Wenn sie das machen, sagen sie es euch. Okay, danke, Rebecca. Hören Sie mal, Ihre Marionette riecht sehr nach Blut. Sie muss viele Leben genommen haben. Ich verstehe, wenn Ihre Marionette tötet, müssen Sie sich Ihre Hände nicht dreckig machen. Die ist irgendwie ein bisschen gruselig. Okay, wir machen jetzt aber Folgendes. Es ist ja kein richtiges Cheaten, aber ich werde mir das jetzt hier mal abfotografieren schnell. 25. war es. Einige. So. Und dann haben wir das nämlich. Und dann braucht man nicht immer wieder zurückgehen. So. Ganz kurz. Ein bisschen ranzoomen, damit ich was erkenne hier. So. Okay. Dann gehen wir mal los. Der erste Buchstabe ist B. Wie böse. Erste Buchstabe. Das passiert. Das reicht nicht. War klar. Ja! Ja, Hauptsache das dünne Schlitzchen da. Yeah! We did it, yeah! So, bewaffnet mit meinem Bildchen, gehen wir mal los. Also, wir haben auf jeden Fall hier rechts Tina und Emma. Hier drin sind Tina und Emma. So. Doch, hier sind noch zwei. Mist. Oh. Das ist jetzt doof. Ich habe mich gespeichert. Oh Gott. Jetzt fängt's an. Kombo-Durchbruch, ein Glück.
gut. Oh, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal ausdünnen hier. Nee, warte mal. Wir machen was anderes. So. Och, wie kacke. Die haben sich alle zu sehr verteilt. Ja, jetzt. So, ist mal ausgedünnt hier. Boah, ernsthaft, die stehen alle alleine. Ja gut, irgendjemand muss man ja versuchen umzubringen. Okay, da ist jemand gestorben. Oh, hier. Die beiden Fackeln jetzt. Ah, schade. Na ja, gut. Jetzt macht ihr das halt. Die Tür ist auf. Die Lucia friert. Seht so wenig an. Jetzt müssen wir nur noch die beiden auseinanderhalten irgendwie. Das ist ja Unverschämtheit mit Kurandu, dass er schon so weit ist. So, jetzt müssen wir nur schauen. Wir haben nicht mehr Infos, nur das Tina und Emma. Der Name der Puppe ist... Wir nehmen einfach mal Tina. Wie schade, das ist der Name eines anderen Mädchens. Dann ist es Emma. Oh Gott. Oh Gott. Yeah. Unfaire Puppen, ey. Okay, die sind jetzt nicht so stark, zum Glück. Das war gemein. Die waren so schön in Kombo-Modus. Helligkeit verbannen. Ja, die sind ein bisschen schwächer wie die Käfer. Hat ja mal gelohnt hier, ne? Dann gucken wir mal. Spring Flute. Haben wir hier irgendwo nur, nee, nur zwei leider. Okay. I summon you.
So, Emma. Deine Kumpanen werden jetzt niedergeknüppelt. Hm. Was hat denn der für Symbolmagie? Oh! Die hatten ja Licht verbannen. Also muss es ja irgendwie... Schade. Naja. Wenn sie nicht Emma heißt, weiß ich auch nicht. Oh, Gepetto ist auch Level 56 endlich. Wir heilen uns mal ganz kurz. Obwohl, müssen wir eigentlich nicht. Du bist jetzt Emma. Der Name der Puppe ist... Was? Es ist nicht Emma? Aber die sitzt doch mit der anderen zusammen im Dings. Das finde ich nur lieb. So gut verstehen. Was soll das? Wieso verstehen die sich nicht? Kann wohl wahr sein. Okay, es ist weder Tina noch Emma. Sieg ohne Schaden, seht ihr schon mal. Oh, Juri ist auch bald endlich bald Level Up. Wir haben ja hier eine 50-zu-50 Chance. Also, warte mal. Also, Rebecca ist es nicht. Tina und Emma sind es auch nicht. Die wohlerzogene Barbara auch nicht. Ist es vielleicht die Elena, die immer Lügen erzählt? Hm. Und hier habe ich gedacht, wenn die zusammen in einem Raum sitzen, dann sind es entweder Tina und Emma. Stehen die allein. Ah, wieso steht die allein? Hat seltsamerweise irgendwie Suppe in der Nase. Hier dürfte es eigentlich gar nicht nach Essen riechen. Wird einfach nichts. Wird einfach nichts. Heiliger Wurf. Jetzt sah es aus, ob das der Zeiger so ein bisschen zurückgeschnippt ist. Oh Mann, zwei!
Die hat nur 225, oder? Launischer Ring. Ja, zwei übrig. Das haben die doch extra gemacht. Kriegst du direkt erstmal ein Ei vom Kopf. So, wir heilen uns jetzt erstmal. Ja, geht so. Also, Rebecca immer alleine, Elena, die nur Lügen erzählt, Gina, die gern Leute hereinlegt, die wohlerzogene Barbara, die ruhige Diana, nee, Diane, Tina und Emma, die sich so toll verstehen. Also Tina und Emma sind es ja nicht. Die Barbara, die wohlerzogene Barbara, nee, die Rebecca. Die Rebecca war immer allein. Also Tina und Emma und Rebecca sind es nicht. Und Elena auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie wohl erzogen ist. Wir versuchen es mal mit Gina. Ansonsten haben wir noch die Diane. Ah, die Gina, die gerne Leute hereinlegt. Sie haben richtig geraten. Ich wollte Diane spielen und sie verwirren. Dann muss ich es Ihnen wohl sagen. Der letzte Buchstabe ist T. Sagen Sie mal, wissen Sie, warum ich so tue, als sei ich ein anderes Mädchen? Weil eine Puppe nichts anderes als ein Ersatz für jemand anderen ist. Sogar Ihre Marionette ist ein Ersatz für jemanden, den Sie lieben, nicht? Die Puppe ist still, als ob ihre Seele weg ist. Mal sehen, sie sagt, der siebte Buchstabe ist T, stimmt's? Okay. Schreibe auf. T, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ist T. Okay, wir haben B und T. Dazwischen könnte alles passieren. Sie wollte uns reinlegen und wollte die ruhige Diane sein. Bist du die ruhige Diane? Aber sie sieht halt auch sehr wohl erzogen aus. Ich wurde von meinem Freund getrennt. Ah, also ist sie Tina? Der Name der Puppe ist Tina oder Emma? Ah, Emma direkt. Sie kennen meinen Namen? Dann sage ich es. Papa sagte, der fünfte Buchstabe sei G. Okay, der fünfte Buchstabe ist G. G, okay, wir haben jetzt Emma, Rebecca und die Gina haben wir jetzt gefunden. Guck mal, das war Gina. Gina. Das ist die Emma und das war die Rebecca. Okay. Der fünfte Buchstabe ist G. Papa ist tot. Er machte uns und dann ging er weg und ließ uns allein. Aber ich muss hunderte Jahre so weiterleben und weinen. Also irgendeine Puppe... Hat diese Fenster, ey. Sind die Augen offen? Oder die waren ja die ganzen... Ja, die sind wieder zu. Also immer noch zu. Konnte man eigentlich jetzt hier weitergehen? Nee. Dann speichern wir jetzt erstmal. Dann schauen wir uns unten weiter um. Mölö. So. Blanca müsste jetzt 57 sein, oder? Ich würde am liebsten auf meinem Handy alles wegstreichen, aber Spieler. So, dann schauen wir mal. Waren in diesem Raum schon Püppchen?
Ja, hier. Oh Mann, Sie wollen mit mir sprechen? Ich spreche so gern. Ist sie die Elena? Elena? Diane da drüben, spricht nicht mit mir, das ist so langweilig. Der Name der Puppe ist... Nein, wie schade. Oh, okay, also Elena ist es nicht. Die ruhige Diane. Gina hatten wir ja schon. Ach, ich bin doch blöd. Das muss die Tina sein. Die braucht ihr Gegenstück. Die Emma hat mal zu oben und die Tina hat doch mit ihr immer sich so gut verstanden. Und sie hat gesagt, die Diana redet nicht mit ihr. Immer nur zwei wieder. Ach, das hasse ich ja. So, Och, wie unfair. Windklassenschaden. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja, nicht weit. Naja, wir machen mal einen normalen Angriff. Dann ist wenigstens der Torso Nummer 4 weg. Ist doch wieder. Ich war gerade irgendwie verwirrt. Wunderbar. Südle. Also, dann muss sie die Tina sein. Oh Mann, Sie wollen mit mir sprechen? Ich spreche so gern. Diane da drüben spricht nie mit mir. Das ist so langweilig. Der Name der Puppe ist Tina. Wow, wie hast denn du das erraten? Das ist richtig, ich bin Tina. Nun sage ich dir den Code. Der 6. Buchstabe ist E. Vergiss das nicht. Puh, ich bin müde. Puppen müssen immer nett und freundlich zu Menschen sein, oder sie werden einfach weggeschmissen. Ach so, der 6. Buchstabe ist E. Ich hab's mich vergessen. Der 6. ist E. E. Tina. So, dann haben wir noch 3 Buchstäbchen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bei diesen 4 Mädels dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.